Olivier, herzlich willkommen bei FCK TV. Ist es okay, dass wir das Interview in Deutsch machen? Ja, kein Problem. Sehr gut. Die erste Frage ist etwas ungewöhnlich. Ist es richtig, dass dein Name eigentlich gar nicht Ocean ausgesprochen wird, sondern du das erst in Deutschland diesen Namen bekommen hast? Nein, nicht in Deutschland, in Amerika. Als ich in der Universität war, in Amerika, die ganze Zeit hat mich Ocean genommen oder gesagt, so ich habe diese Ocean gehalten. Du sprichst auch schon sehr gut Deutsch. Wo hast du das gelernt? Ich habe gelernt, als ich in Grotefeld war, habe ich auch eine Lehrerin gehabt und sehr gut gemacht, 10 Stunden zusammen gehabt und danach viel auf die Internet. Es gibt ein gutes Programm auf die Internet, Deutsch zu lernen. Und ja, in der Kabine natürlich. Ich gehe da alleine in Europa, ein ganz anderer Kontinent und ich muss einfach mich gewöhnen zu allen Situationen, weil alles selber zu tun. Und das war eine gute Erfahrung. Als ich in der Universität gespielt habe, ich hatte das Gefühl, dass ich gut Fußballspieler war. Und danach, die letzte Saison, ich habe probiert, einfach besser zu spielen. Und danach, der Metrostar und der New York Red Bull hat mich zum Trainingslager eingeladen. Und das war schon gut. Ich habe schon gut gespielt und direkt von der Trainingslager habe ich ein Angebot von Norwegen bekommen. Wie bist du hier aufgenommen worden von der Mannschaft, als du neu kamst vor der Saison? Geht es relativ einfach hier oder tut man sich da schwer? Wie waren so die ersten Tage, die ersten Wochen? Ja, die erste Woche war direkt im Trainingslager und die Spieler waren schon freundlich und gut offen und alles. Und das war ein bisschen einfach, in die Mannschaft zu kommen. Im Sturm herrscht beim FCK ja ein relativ großer Konkurrenzdruck. Es ist Moet Rissou da, es ist Simon Zoller da, du bist da, Albert Bunyaku kommt bald zurück. Wie geht man damit um, dass es da eben eine Konkurrenz gibt? Wie geht man da innerhalb der Mannschaft mit um? Oh, wir sind schon Profi, alle Spieler wissen, dass in Fußball es gibt Konkurrenz gibt.